Hallihallo und schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video und zu meinen Neuerscheinungen im November. Ich bin die Dorothea und ich liebe es, über Bücher zu reden. Und ja, vor allem über die Neuerscheinungen. Das Video wird wieder länger und ich nehme es zum zweiten Mal auf. Jep, weil irgendwas war mit dem Ton und ich wollte es schneiden und stelle fest, dein Mund bewegt sich, aber es gibt keinen Ton dazu. Yeah. Also hoffe ich, dass es diesmal besser ist. Genau. Und ich würde sagen, wir starten. Ich habe mich extra hier so schön rüber gesetzt, dass hier genug Platz ist für die ganzen Covers. Und wir starten wie immer am 1. November mit Schleier der Welten, ewigliche Illusion von Ella C. Schenk ist das erste Band. Und wir haben hier die 20-jährige Lucy, die in London arbeitet. Und zwar als unterstützende Lehrkraft am College des Sonnenvolkes, eins der drei mächtigen Völker der unsterblichen Maya, die im Verborgenen mit Illusionen die Schicksale der Menschen leiten. In Lucy selbst fließt nur einen kleinen Anteil des Maya-Bluts und dennoch besitzt sie mehr Magie, als sie haben dürfte. Und nachdem ihr Geheimnis sozusagen kein Geheimnis mehr ist, bringt es sie in ungeahnte Schwierigkeiten. Denn es gibt, sagen wir mal, Schatten aus der Vergangenheit, die schon einmal mit so einer Macht zu tun hatten. Und anscheinend nicht so gut, weil wir schauen mal, was dabei rauskommt. Am gleichen Tag kommt von Annie Stone Two Can Play Alaska im Herzen heraus. Es ist ein anderes Pärchen als im ersten Band. Und wir gehen zurück nach Why Not? So. Why Not? Und zwar haben wir hier unsere weibliche Hauptfigur, die, sagen wir mal, seit 2 Monaten in Selbstmitleid badet. Und dann endlich sagt, jetzt reicht's ihr und fliegt nach Alaska. Und dort trifft sie auf niemand anderes und geringeres, auf Lincoln Campbell, den man schon etwas im Band 1 kennenlernt. Und bei, sagen wir mal, Flugstunden kommen sich die beiden näher. Und inwieweit da alles Mögliche passiert, bin ich mal gespannt. Und als nächstes haben wir Dark Syrup, Das Aroma von Rauch und Honig von Katrin Gottlieb am 2. November. Und das hört sich auch sehr interessant an. Wir haben nämlich das Café Honigmond, das keine Happy Hour hat, sondern eine Wish Hour. Das heißt, die Gäste können sich dort Wünsche erfüllen lassen. Wir haben die junge Studentin Rosa, die, naja, ein Geheimnis verbirgt. Denn vor 2 Jahren gab es einen Unfall und sie hat ihre Magie verloren. Stattdessen lässt sie Flaschengeister die sozusagen Wünsche erfüllen. Und dann ja, drängt Gefahr, dass sie dazu die Ausbildung als Heilerin zu machen, was ein bisschen schlecht ist, weil sie ja keine Fähigkeiten mehr hat. Und dann verschwindet auch noch die Besitzerin des Honigmond. Es hört sich so gut an, also ich würde es am liebsten gleich lesen. A Breath of Winter von Carina Schnell kommt auch am 2. November heraus. Und zwar haben wir mit Angard ist ein Ort voller uralter Magie. Die Heimat von Hexen, Seherinnen. Seitdem sich die Götter aus dem gebeutelten Reich zurückgezogen haben, machen Trolle die Wälder unsicher und Walküren ziehen mordend und brandschatzend umher. Muss man noch mehr erzählen? Nee, oder? Also, es gibt einen Mörder, der hinter Hexen hinterher ist und eine Gruppe von Söldnern, die angeführt werden vom Söldnerführer Gent, soll ihn zur Strecke bringen. Die junge Smilla setzt sich sozusagen mit ran und klingt sich mit ran, weil sie Rache für ihre Familie will. Ja. Und währenddessen sie eben auf die Spur dieses Hexenmörders sind, kommen die beiden sich näher. Bloß, es gibt ein dunkles Geheimnis. Und wir alle wissen, was passiert, wenn es dunkle Geheimnisse gibt. Ja,
Dann kommt an dem Tag auch endlich, endlich heraus. Darauf freue ich mich wirklich. Super tolle. Stalking Jack the Ripper. Die grausame Fälle der Autorin Rose. Band 1. Die Spur in den Schatten von Carrie Maniscalco. Ist ein älteres Buch von ihr. Aber das wurde mir schon so oft gezeigt. Auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram. Und das gab es ja wirklich immer nur die ganze Zeit auf Englisch. Und ich war es wirklich am Überlegen, ob ich es mir auf Englisch hole. Vor allem nachdem ich Kingdom of the Wicked gelesen habe. Aber jetzt kommt es auf Deutsch. Band 2 wurde auch schon angekündigt. Ich hoffe, ich glaube, es gibt 4 Bände, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Auch noch eine kleine Info. Es gibt einen Verlagsbuchschnitt. Wie immer halt in der ersten Auflage. Ich glaube, das muss ich nie dazu sagen. Wissen wir alle schon, wenn es um die Buchschnitte geht. Es gibt einen von der Bücherbüchse und es gibt einen von der Chest of Fandom. Und ich habe mir mit denen bei der Bücherbüchse bestellt. Nee, Chest of Fandom. Entschuldigung, Chest of Fandom. Chest of Fandom, der hat mir besser gefallen. Ja, aber es ist schon länger her. Ja, ich muss sagen, aktuell halte ich mich doch etwas zurück, wenn es ums Buchbestellungen geht. Ja, Vorbestellungen. Kaufen auch. Naja, gut, ich nehme es zurück. Kaufen vielleicht nicht gerade. Also, es hält sich im Rahmen, sagen wir es einfach mal so. Gehen wir mal zurück zum Buch, ne? Wir haben hier London im Jahre 1888. Audrey Rose Wadsworth ist die Tochter eines Lords. Und deswegen verbringt sie eigentlich, oder sollte sie, mehr Zeit in Ballsälen, bei Kutschenfahrten, Tee und Konzerten. Bloß, sie hat ein Doppelleben. Denn ihr Vater will das eigentlich nicht und natürlich auch die Gesellschaft nicht. Schleicht sich Audrey immer wieder öfters ins Labor und den Hörsaal ihres Onkels, um Gerichtsmedizin zu studieren. Ihr Gerichtsmedizin. Und während sie dann so Sachen Leichen genauer anschaut, merkt sie, dass es da ein bisschen Ungereimtheiten gibt. Und gemeinsam mit dem attraktiven Thomas Creswell fängt sie an zu ermitteln. Und schnell wird klar, dass sie auf der Spur des berüchtigten Serienmörders Jack the Ripper ist. Ich bin total gespannt drauf. Bones of Blood and Magic, True Death, Elite Band 1 von Gina Mecke kommt auch am 2. November raus. Und wir haben Trua Academy, wo die 18-jährige Hexe Lucy den Semesterbeginn startet. Beginnt, startet, ist eigentlich das Gleiche. Ja, yeah. Auf jeden Fall soll es losgehen und es gibt ein Einstandsfest. Und die 4 verfeindeten Arten der Akademie geraten heftig aneinander. Um die Wogen zu glätten, sagt der Universitätsleiter, dass es einen Kräftetausch unter den Studierenden gibt, welche Lucy zum Verhängnis werden könnte, denn ihr als Partner wird der gut aussehende Vampir Kalen zugeteilt. Und ja, sie teilen sich nicht nur die Gegenwart, nein, die beiden kennen sich aus der Vergangenheit und hatten damals einen anscheinend sehr interessanten Kuss. Ja, wir sind nochmal gespannt, was es genau auf sich hat. Und dann passiert noch etwas anderes, weil es tauchen Vermisstenfälle auf. Es verschwinden Studenten und die Spuren führen zu Kehlen. Dann machen wir einen kleinen Sprung zum 6. November mit My Secret Vegas Wedding, Greenie Family Band 3 von Piper Rain. Und hier haben wir Nikki Green, die im Las Vegas nach einem Mädelsabend mit kopfenden Schmerzen, ja, mit pochenden Schmerzen. Ich kann heute, ey, das fängt schon wieder gut an. Ich habe gerade das Video erst angefangen. Okay. Mit pochenden Kopfschmerzen. So, jetzt haben wir es doch hingekriegt, oder? Auf und merkt, dass sie ja einen Ring am Finger hat und kann sie an gestern Abend eigentlich gar nicht erinnern, was passiert ist. Und wie man so schön sagt, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Nein, der MMA-Fighter Logan Stone, ihr Ehemann, folgt ihr nach Sunrise Bay, Alaska. Und
Es ist, oder es sieht nicht danach aus, als würde er wollen, dass diese sehr kurzfristige Eheschließung sich wieder auflöst. An dem gleichen Tag kommt eine Fortsetzung noch. Und zwar die Prinzessinnen, Helden und andere Dämonen von Christian Endres. Band 1 steht immer noch auf meiner Wunschliste. Jetzt habe ich aber die Leseprobe gelesen und jetzt bin ich am Schwanken, ob ich das mir wirklich hole. Einerseits hat sich sehr interessant angehört. Andererseits hat es mich noch nicht so wirklich gecatcht. Deswegen bin ich noch am Überlegen. Auf jeden Fall geht es weiter und zwar Narvila, Api, Dekanra, Sin und Mef sind ja Prinzessinnen oder Königstöchter, also sie sollten eigentlich ein Land regieren, sind aber eine Söldnertruppe, die sich mit ja, Schwertlanzen, Streitaxten und andere spitze Gegenstände gegen Bestien und Bastarde durchsetzen. Und sagen wir mal, die ein oder andere heute, genau. Holde Maid. Holde Maid aus der Not rettet. Ja. Ach ja, es ist definitiv sehr interessantes Video für euch. Fallen Princess, Everfall Academy, Band 1 von Mona Kastner, auch am 7. November. Ich werde dich nicht gehen lassen, Zoe. Niemals. Ja, das hört sich schon so interessant an. Erst war das Cover so, oh, ich weiß nicht. Und dann habe ich den Totenschädel gesehen und gesagt mir so, vielleicht doch. Dann habe ich den Klappentext gelesen. Die 17-jährige Zoe King kann den Tod oder hat den Tod eines Mitschülers vorausgesehen und das stellt ihr Leben völlig auf den Kopf. Denn statt der Gabe des Heilens, die sie eigentlich von ihrer ruhmreichen Mutter erben sollte, ist sie eine Banshee, die Todesmagie besitzt. Von der Erkenntnis erschüttert, muss die Everfall Academy den Zweig wechseln und bekommt Dalen D. Park als Mentor an die Seite gestellt, einen Reaper, der anderen mit bloßer Berührung die Seele entreißen kann. Da dachte ich mir, okay, will ich lesen. Und was ich auch noch lesen will, aber ich etwas skeptisch bin, und zwar Mutter. Eine dunkle Bedrohung von Christopher Bowolini. Er hat Eragon geschrieben. Eragon habe ich tatsächlich auf Englisch hier. Ich habe die nicht mehr die deutschen Ausgaben, nur die englischen Ausgaben. Und Eragon habe ich geliebt. Ich habe den Film total zerrissen. Ja. Und dann kam ja. Ich weiß nicht mehr, wie der Titel hieß. Wartet, ich schaue schnell mal nach. Infinitum, die Ewigkeit der Sterne. Genau. Ein dicker Klopper, also das war wirklich so ein Schinken. Ich habe es als Hörbuch gehört. Habe bei, glaube 6 Stunden das Buch abgebrochen, weil es mich so genervt hat, obwohl die Story selbst, die Idee dahinter mir sehr gut gefallen hat. Meine Schwester hat es durchgezogen, hat mir dann verraten, wie es am Ende ist, was tatsächlich so war, wie ich gedacht habe, dass es endet, was dann wiederum mir gesagt hat, okay, ich habe nichts verpasst. Andererseits ist es wieder Drachen und Fantasy, also denke ich mir mal wieder, es wird wieder so Richtung Eragon geht es ja, also könnte es ja wieder gut sein. Deswegen bin ich hier gerade ein bisschen mit gemischten Gefühlen dran. Wir haben auf jeden Fall den Drachenreiter Murtag. Und seinen Drachen Dorn. Seit Galbadoriks Sturz ist er und sein Drachen natürlich verhasst und die Völker verachten ihn, obwohl er keine andere, sagen wir mal, Chance hatte bzw. Wahl, als dem grausamen König zu dienen. Und als ein Flüstern und Raunen durchs Land geht, über brüchige Erde, Schwefelhauch, spürt er, dass was Böses kommt und er und Dorn machen sich auf den Weg, um herauszufinden, wie wo was da los ist. Und an die Seite kommt dann auch noch eine Hexe, die viel mehr ist als auf dem ersten Blick. Ja, sie auch aussieht, scheint. Ich habe heute definitiv Wortfindungsstörungen. Es tut mir leid. Wir gehen deswegen weiter zu einem nächsten Buch, wo ich wieder erst bei einem
fortgeschrittenen Band darüber gestolpert bin. Das Cover hat mich angezogen, dann habe ich das Titel gelesen und dachte ich mir, okay, jetzt musst du den Klappentext auch noch, weil das hört sich sehr, sehr interessant an. Poison Kiss, Stonehurst Academy, The Poison Ivy Club, Band 3 von Stephanie Holmes. Und da muss ich den Klappentext wirklich so wiedergeben. Mimimi. Ich mag blind sein, aber sie werden mich nicht kommen sehen. Cassius Victor Thorsten. Mein Monster, meine Kraft, mein Herz. Drei grausame, gebrochene Könige, die mir giftige Küsse gaben und mich aus meinem Schlummer weckten. Ich dachte immer, dass meine Zukunft jenseits der efeu bewachsenen Mauern liegt. College, eine Karriere, ein Häuschen im Grünen. Aber jetzt wurde ich in Blut und Feuer gebadet. Jetzt trage ich ihre dornige Krone und sitze auf einem Thron aus Totenköpfen. Ich kämpfe für eine andere Zukunft, eine brutale, schöne neue Welt. Ich werde die Welt für sie verbrennen, für uns, für unsere Familie, auch wenn das bedeutet, den ultimativen Preis zu zahlen. Und dann kommt noch ein Spruch auf Latein, den werde ich nicht versuchen zu, ja. Genau. Ich meine, hallo, zu dem Cover und dem Titel, was will ich mehr, ne? Nö. Weihnachtsküsse am Meer, Strandkorbwunder, Band 6 von Marie Bernson am 9. November. Und da steht auch nicht wirklich viel dort. Da steht nur, Julia will ihren Laden retten und sich dann endlich den Traum von einer Convierge erfüllen. Hilfe bekommt sie von Jasper, der schon bald nicht nur die Schokolade zum Schmelzen bringt. Das war's. Mehr steht da nicht. Finde ich sehr interessant und passt auch. Und am 9. November geht es weiter auch mit Vampires of New Orleans, Catherine and Whisper von B.E. Pfeiffer. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht und versuche jetzt soweit wiederzugeben, was um was es in dem Band geht, ohne zu spoilern. Es wird jetzt interessant. Also. Wir haben Whisper, die eine Formwandlerin ist und irgendwie auch Söldnerin. Und durch etwas, was sie in Band 1 getan hat, im Club Black Rose einen ausgeben darf, wie sie möchte. Dort trifft sie. Nein, andersrum. Oh, ich verwechsel immer die Namen. Oh, sorry, sorry. Catherine ist die Formwandlerin. Catherine ist die Formel. Whisper ist ein Kerl, der sich als Dieb, und der ist auch recht gut da drin, seit über 110 Jahren durchs Leben schleicht, weil er nicht weiß, warum er nicht älter wird. Er ist in einem Waisenhaus aufgewachsen und bekommt jetzt einen Auftrag, eben im Club Black Rose ja, ein bisschen zu spionieren und trifft dort auf Catherine. Und die beiden geraten aneinander und gewisse Sachen, die mit Band 1 zu tun haben, kommen dann auch noch mit rein. Ja, so rum war das. Ja, ich und Namen. Das ist selbst in meiner, ja, auf der Arbeit ist es noch schlimmer. Autumn Academy, die Tochter des Nebels von Caroline Jessau, auch am 9. November. Und da haben wir die Jägerin Eris, die im Kampf gegen die finsteren Nebelwanderer ausgebildet wird. Doch ihre Welt gerät aus den Fugen, als sie in den Händen des mysteriösen Nebelprinzen Kalum gerät, fällt, gefangen genommen wird. Denn er will Frieden und verschleppt sie deshalb in eine Waldhütte, um sozusagen die Bedingungen des Friedensvertrags auszuhandeln. Ja, also hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Bullet in My Heart von Romy Hart am 14. November. Wir machen auch mal wieder einen kleinen Sprung. Ein Rocker-Girl, das ihre Gang den Rücken kehrt. Ein Jurastudent, der von einer Musikkarriere träumt. Zwei verwundete Herzen, die sich gegenseitig Heilung oder verderben. Hört sich das schon mal sehr interessant an. Also, Fee möchte gerne aus dem Trailerpark raus und mit der Rockerband nichts mehr zu tun haben. Josh will sein Jurastudium abbrechen, um ja
seiner wahren Leidenschaft, der Musik, zu sein Leben zu widmen. Für beide steht natürlich Liebe nicht auf dem Plan und trotzdem geraten die beiden irgendwie aufeinander und gewisse Anziehungskraft besteht. Und sag mal einfach so, wie es halt so ist, ne, die Vergangenheit kann man einfach nicht so schnell abstreifen und sie holt einen immer ein. Am gleichen Tag kommt auch noch Zuflucht für Cora, die Zuflucht in den Bergen, Band 4 von Susan Stocker. Wir haben Cora Runny, die auf einer Wohltätigkeitsaktion unbedingt den Teilnehmer der Zuflucht ersteigern möchte, denn es geht hier buchstäblich um Leben und Tod. Und wie es halt so ist, läuft es nicht nach Plan und Cora verliert die Auktion. Trotzdem findet sie sich dann mit Rayson Clark in einem Imbiss wieder und ja, erzählt eben, was los ist. Natürlich, der Klappentext ist wieder viel zu lang, aber ich habe immer das Gefühl, man kann da drin schon fast alles lesen, um was es eigentlich in dem Buch geht. Wer misst? Die vergessene Freiheit von Marie-Louise Rönesch kommt am 15. November raus und die Chest of Fandom hat einen richtig geilen Buchschnitt dazu gemacht. Und ich habe es erst gesehen, nachdem das Buch eh schon auf meiner Wunschliste war. Und jetzt bin ich so, oh, ich will eigentlich gerne bestellen. Und dann denke ich mir so, nein, noch nicht. Noch nicht. Und dann geht es noch um Folgendes in dem Buch, wo ich eh erst dachte, oh, das hört sich richtig gut an. Vor 6 Jahren verlor Dalari alles, ihre Familie, ihre Heimat und ihre Freiheit. Gefangen hinter den Mauern des Palastes der Primori besteht ihr einziger Zweck fortan darin, den Mörder ihrer Liebsten zu dienen. Ihre Realität ist grausam, ihre Erinnerungen düster und ein Ausweg ist nicht in Sicht, bis der berüchtigte Schakal gefangenen im Käfig ihren Weg kreuzt und ihr Hoffnung gibt. Puh, das hört sich so. No. Yep. Am gleichen Tag kommt von Melissa Foster ein neues Buch heraus und zwar Von der Liebe gerettet, Jack Ryder. Am 15. November natürlich. Addison Dell freut sich sehr auf die Hochzeit ihrer besten Freundin Gabriela, nach Elbita, Island, zurückkehren zu können. Ein Wochenende voll mit viel Sonne, Spaß und ja, bevor sie sich in ein neues Abenteuer stürzt, einen Survival-Trip in die Wildnis. Addison ist tough, unabhängig und Gefühle für Männer sind so nicht ihr Ding. Und dann trifft sie auf Jack Ryder. Ja. The Lawyer and His Girl, San Francisco Crush, Band 2 von Annie J. Dean. Auch am 15. und 15. kommen komischerweise sehr viele im November heraus. Mally Joe. Ja, sagen wir es einfach mal so. Ist nicht gerade begeistert von Jackson Wright, denn der Kerl ist ein ja, gut aussehender, selbstbewusster und vermögender Mann. Und Mally trägt halt ein Geheimnis mit sich rum, genau wegen so einem Kerl. Bloß zwischen den beiden knistert es und man ist gespannt, was für ein Geheimnis erstens sie hat und wird sie dem Genister nachgeben. Dann ein Buch vom Drachenmond Verlag, die aktuell wirklich mich schwach machen mit ihren Buchschnitten und Covern. Die Covers sind eh immer geil, aber mit den Buchschnitten zusammen ist es wirklich schwer, dem zu widerstehen. Azrael, das Portal der Drachen von Mars Lien. Ja. Drachenbuch dann auch noch. Am 5. November. Die mittellose Alaya wird eine Ausbildung zur Drachenreiterin beginnen und das gegen allen Konventionen. Doch sie hat keinen eigenen Drachen und zur praktischen Prüfung anzutreten ist dann schwierig. Zum Glück besitzt, sagen wir mal, ihn gleich zwei Drachen und nach einem Unfall ja, kann Alaya ja sozusagen einen Drachen aktuell erstmal nutzen und die beiden gehen einen Deal ein und
die Drachen haben auch nur ein Geheimnis. Und das sollte lieber ungedeckt bleiben. Huhuhu. Ich werde mir das Buch definitiv holen. Ich denke zwar erst im nächsten Jahr. Und ich hoffe, dass ich bis dahin immer noch das mit dem Buchschnitt kriege. Aber ich muss erst mal die Bücher lesen, die ich da habe. Genauso das andere Buch, was dann auch noch kommt, Sirens, das Glühen der Magie von Maike Voss. Vom Verlag auch absoluter geiler Buchschnitt. Geiles Cover. Und da ich jetzt im Oktober auch noch ein Meerjungfrauenschwimmen gemacht habe, ja, ich kann jetzt wie eine Meerjungfrau schwimmen, muss noch ein bisschen trainieren, ist wirklich nicht gerade einfach. Das ist ein Ganzkörpertraining. Und nach meinem krank sein, war meine Lunge definitiv nicht dafür gedacht, so lange unter Wasser zu sein. Ja, also ich war wirklich fix und fertig, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt fallen mir solche Geschichten erst recht, weil ich weiß, wie es ist, wenn man unter Wasser schwimmt. Also so richtig wie eine Meerjungfrau oder eine Sirene. Wir haben hier Regan Seaborn, 21 Jahre, liebt das Wasser und verdammt gute Musik. Seit dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern führt sie ein Leben auf der Flucht. Ihre aktuelle Station, London. Und sie weiß, dass sie nicht da lange bleiben wird und fühlt sich trotzdem irgendwie mit der Stadt verbunden. Dann taucht eines Abends der umwerfend gut aussehende Ben in ihr Leben auf und stellt das gehörig auf den Kopf, denn sie fühlt sich zu dem Bad Boy hingezogen. Bloß was sie nicht weiß, dass er der Prinz der Artagar ist. Mächtige Sirenen und Regan, die letzte Überlebende einer alteingesessenen Sirenenfamilie. Und nun braucht jemand ihre Hilfe. Wieso, weshalb? Ich bin total gespannt. Und weil wir eh schon bei Düster und so sind, Schneewittchens Dunkler Kuss von Stefanie Lasthaus kommt an dem Tag auch raus. Viele Legenden rangen sich um den Sagen genannten Dunkelvolk, das einst sein Unwesen trieb und den Lebenden ihren Herzen nahm. Das Dunkelvolk ist verschwunden. Es gibt nur noch wenige Menschen, die eine magische Begabung verfügen. Und die 23-jährige Cynthia ist die Tochter eines Magiebegabten und man begegnet ihr selbst auch im Dorf mit Misstrauen. Als der Earl von Folestone um ihre Hand anhält, bleibt ihr nichts anderes übrig, als seinen Antrag anzunehmen. Doch auf dem Gut ihres Zukünftigen angekommen, lernt Cynthia ihre Stieftochter Snow kennen. Und wie man das Märchen von Schneewittchen kennt, ist sie natürlich eine betörende Schönheit. Dann verschwinden Menschen spurlos. Man findet Tote, deren Herzen herausgerissen wurde. Und man fragt sich natürlich, ist das dunkle Volk zurückgekehrt? Und warum verhält sich Snow so eigenartig? Und Cynthia muss sich auf ihre eigene magische Erbe besinnen, um das Böse, das in ihre Mitte getreten ist, zu vernichten, aufzuhalten. Wir sind mal gespannt. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Dann gehen wir mal zum nächsten Tag zu Philadelphia Bucks Hudson and Liz von Catherine Emile Buck. Ja, ein weiteres Band von unseren Eishockey-Männern. Und Liz hat Hudson dabei beobachtet, wie er alles für seine größten Lebensziele, ja, alles opfert. Denn er wollte in der NHL spielen, einen Hattrick zu schaffen, einen Stanley Cup gewinnen. Und er hatte auch einen geheimen vierten Wunsch, eine eigene Familie. Bloß, das wollte er anscheinend nicht mit Liz. Ja, da war sehr viel Konflikt. An dem gleichen Tag kommt heraus, das Erbe der Pandora Blake von Susan Stocker Campbell. Auch wieder was, wo ich mir gedacht habe, Cover hat mich erst angezogen, dann der Titel und dann der Klappentext. Und ich war so, das hört sich auch sehr, sehr gut an. Pandora Dora Blake lebt mit ihrem Onkel Hetze Kay in dem Glanz von Antiquitätengeschäft ihrer verstorbenen Eltern, der ihr Onkel führt. Sie träumt von einer Zukunft als Goldschmiedin, um endlich ihrem Onkel entkommen zu können und ihre Welt
oder sag mal, die Flügel auszubreiten und die Welt zu umarmen und endlich loszulegen. Ja. Bei einer ihrer Touren entdeckt sie eine geheimnisvolle griechische Vase im Keller des Geschäfts. Versteckt natürlich. Und sie wird neugierig, warum versteckt man so eine schöne Vase? Und sie versucht mehr aus dieser Vase herauszufinden und bittet den jungen Buchbinder und Hobbyarchäologen Edward um die Hilfe. Durch die Nachforschungen muss Dora langsam sozusagen gewisse Sachen in ihrer Familie hinterfragen. Und diese Geheimnisse könnten die beiden in etwas in Gefahr bringen, würde ich sagen. Ein Buch, was mich definitiv wegen dem Cover auf diese Liste gelandet ist, Cursed of the Dark von Lillian C. Wood am 16. November. Die 19-jährige Ayla hat ja einen Schicksalsschlag erlebt und muss jetzt vor einer Armee von Soldaten fliehen. Sie kommt nur knapp dem sicheren Tod und den Kronprinz Jari und seine Männer trifft sie dabei und findet Zuflucht bei denen. Und der rechtmäßige Herrscher Jari versucht natürlich, den schwarzen König und seiner zerstörerischen Dunkelheit zu bekämpfen und seinen Thron natürlich wieder zurückzubekommen. Die beiden fühlen sich sehr zueinander hingezogen und während die beiden sich näher kommen und Jari versucht natürlich sein Königreich zurückzugewinnen, ahnt er nicht, dass sie auch noch ein Geheimnis vor ihm hat und könnte alles in Gefahr bringen. Von Juliette May kommt auch ein sehr interessantes Buch am 16. November raus, und zwar Im Glanz der Nachtschwärmer. Wir haben hier Aristella, die jung, unabhängig ist und nicht glücklicher sein könnte, denn sie ist zwar eine Zynikerin, aber ihr Leben läuft so, wie sie es gerne hat. Sie verbringt gerne den Tag vor dem Computer, lebt von Junkfood und betrachtet das Weltgeschehen von sicherer Distanz. Und um die Realität auch noch nachts zu entkommen, flüchtet sie sich in luziden Träumen. Ja, doch dann mischen sich da düstere Mächte ein und ihre Traumwelt wird zur Albtraumwelt. Und als dann die Albträume ihr noch in den Alltag folgen, wird es interessant. Und dann gehen wir auch gleich zum nächsten Tag. Da kommen nämlich Escher und Emily Silver Falcons Band 8 heraus von Lizzie Jacobs. Und wir haben hier den neuen Left Fielder der Silver Falcons. Escher Brixton, der sich jetzt erst einmal natürlich im Team behaupten will und lebt seinen Job und liebt eigentlich auch sein Single-Leben. Bis er im Fahrstuhl auf der hübschen, ja, und netten Dame Emily trifft, die sein Interesse natürlich weckt. Und mit all seinem Charme kann er sie natürlich überzeugen, mit ihr auf ein Date zu gehen. Bloß Emily Brooks bringt ein bisschen ein Päckchen mit, denn ihr Vater ist niemand anderes als, wie soll ich sagen, der Eigentümer des Silver Falcons. Ach ja. Das ist immer nie gut. An dem gleichen Tag kommen noch Herbstküsse in der kleinen Teestube von Katie Spring heraus. Da war ich erst am Überlegen, ob das Buch nicht schon draußen ist, weil das Cover in einer ähnlichen Form ich nämlich schon mal gesehen habe. Aber nein, das war ein anderes Buch aus. Und wir haben hier, Freddy ist noch nicht mal 30, aber schon um den Kontinenten gereist, hat Luxushäuser fotografiert, schöne Frauen, attraktive Männer und viel Geld verdient. Und jetzt fordert ihre Überholspur den Tribut und gerät in einen Burnout. Also entscheidet sich ihre Freundin Toni auf Speaker Rock zu besuchen. Und denkt dort, dass sie halt zur Ruhe kommen kann und das Inselleben und die Ruhe genießen kann. Ja, bloß das alte Leben holt sie schneller ein, als sie denkt. Ja. Und dann sehe ich gerade, ich habe ein Buch vergessen.
Oh. Und zwar am 15. November, Once About a Broken Heart von Stefanie Gaber. Das ist ja das erste Band der neuen Reihe, die irgendwie mit Caraval zu tun hat. Ich glaube, das ist ein Charakter, der da drin vorkommt, wo jetzt hier seine Chance bekommt. Ich habe auch den Buchschnitt von der Bücherbüchse gesehen, das sah richtig cool aus. Ich habe es mir nicht vorbestellt, weil ich gesagt habe, nicht bevor ich die andere Reihe fertig gelesen habe. Und ich werde auch nicht den Klappentext wiedergeben, weil ich Angst habe, dass ich mich selbst spoilere, weil ich die Reihe noch nicht angefangen habe zu lesen. Aber ich wollte es erwähnen, dass es jetzt auf Deutsch herauskommt, das erste Band. There With You, die Adairs, Band 2 von Samantha Young, kommt dann am 21. November raus. Samantha Young habe ich früher alle Bänder gesuchtet von ihr oder alle Bücher. Und irgendwann hat es aufgehört. I don't know. Weswegen? Für Regine Penhaligon gibt es keinen besseren Ort als das exklusive Ardnoch Estate in einem abgelegenen schottischen Highlands als Unterschlupf. Ihr impulsives Verhalten hat sie eingeholt und sie denkt, dass sie bei der Gelegenheit, während sie sich vor ihrem gefährlichen Stalker versteckt, sagen wir mal, ein bisschen was wieder gerade biegen kann bei ihrer Schwester Rubin. Und indem sie da halt versucht, einiges zu kitten, lernt sie Ethan Adair kennen, der natürlich auch auf Ardnoch lebt. Und er bietet dann auch noch ihre Hilfe an. Und zwischen den beiden funkt es bloß auch diese schottischen Namen bringen mich immer halber um. Ja, hat auch Schatten aus der Vergangenheit, die vielleicht gerade beide etwas gefährlich werden können. Ja, aber es hört sich wirklich gut an. Aber vielleicht fange ich es mal wieder an. Weihnachtszauber am Meer. Glücksmomente in Cornwall, Band 3 von Mila Summers, am 21. November. Emma liebt ihre kleine dunkle Puppe. Warum dunkle? Woher kommt das jetzt? Do. Emma liebt ihre kleine Buchhandlung in dem malischen Küstenörtchen St. Ives in Cornwall. Nicht selten verbringt sie mehr Zeit im Bookport als in ihrem eigenen Zuhause. Also wenn ich eine Buchhandlung hatte, würde ich das auch machen. Ihre Kunden lieben es, in ihrem liebevoll eingerichteten Laden zum Schmökern und lassen sich gern in Sachen Weihnachtsgeschenke beraten. Und ja, das wäre eigentlich eine beschauliche, gemütliche Zeit. Wäre dann nicht der Einbrecher, der Emma einen Strich durch die Rechnung macht. Und dann auch noch die Frechheit hat, ihr Herz zu wollen. Ja. Von Rebecca Ross kommt am 21. November Endless Feuer heraus, und zwar ist das zweite Band der Caedison-Zyklus-Reihe. Und von Rebecca Ross habe ich ja eine andere Reihe auf Englisch schon angefangen und die kommt tatsächlich auch nächstes Jahr auf Deutsch heraus. Ich freue mich so drauf. Und die Reihe möchte ich auch noch gerne lesen, nachdem ich jetzt ein bisschen Blut geleckt habe von dieser Autorin. Und wir haben hier den Barden Jack Tamberlane, der seit 10 Jahren nicht mehr nach Cadence gekommen ist, beziehungsweise keinen einzigen Fuß darauf gesetzt hat. Aber als mehrere junge Frauen, beziehungsweise Mädchen, auf dieser Insel verschwinden, kommt er natürlich, als er um Hilfe gebeten wird. Und niemand anderes bittet ihn um Hilfe als Aldera, Jacks erklärte Feindin aus Kindertagen. Und sie ist bereit, den alten Twist zu vergessen, denn sie weiß, die Geister ausschließlich von den Barden reagieren, beziehungsweise, sag mal, vielleicht verraten, weshalb und wieso die Mädchen verschwunden sind, wo sie zu finden sind. Yep. Ich bin total gespannt drauf. Werde es mir definitiv holen. Von der Bücherbüchse gab es ja so Special-Ausgaben mit so schönem Buchschnitt. Ich habe nachgeschaut, Band 1 gibt es aktuell nicht, aber Band 2 immer noch. Yep. Und an dem gleichen Tag kommt auch ein sehr interessantes Buch heraus, und zwar Die geheime Gesellschaft von Sarah Benner. Und da hat mich das Cover tatsächlich sehr angesprochen.
Wir sind hier im 1873. In einem verlassenen Château außerhalb von Paris hält die Spiritualistin und Wahrsagerin Wendelin de Allere düstere Seancen ab. Sie ist weithin bekannt für ihr Talent und ihre Dienste werden gleichermaßen von Verwitweten wie von Gesetzeshütern in Anspruch genommen. Die junge Lena Vickers ist nach Paris gekommen, um den Mord an ihrer Schwester aufzuklären. Und ja, erstmal muss sie da ihre Vorurteile gegen den Okkulten überwinden. Und dann kommt es tatsächlich dazu, dass sie für Wendelin ja als Gehilfin unterwegs ist. Und die beiden werden so Sachen nach England gerufen und sollen da mit der nur aus Männern bestehenden, vor allem Geheimgesellschaft Science Society zusammenarbeiten. Aber es kommt langsam ein Verdacht auf, dass die beiden nicht nur Verbrechen aufdecken sollen, nein, sie sollen oder werden in eins verwickelt. Also, wie gesagt, das Cover hat mich angesprochen und der Titel und der Klappentext sagt auch so, oh, ja, eigentlich würde ich es gerne lesen, ne? Queen of Myth and Monster, King of the Battle and Blood, Band 2 von Scarlett Sinclair. Das ist das zweite Band und deswegen gebe ich Band, also einen Klappentext zu Band 1 wieder. Oh Gottes, ne. Um das Königreich ihres Vaters zu retten, soll Prinzessin Isolde von Lara den mächtigen Vampirkönig Adrian Alexandra Vasiliev heiraten und töten. Doch als sie dann auf dem Weg eben zu ihrem Zukünftigen ist und ihn dann auch noch näher kennenlernt und vor allem sein Volk, versucht sie gegen die Anziehungskraft anzukämpfen und es ist nicht so einfach wie gedacht. Ja, bin oder ist Vampir. Und dann kommt jetzt ein Buch, wo mich dann, ich muss sagen, der Klappentext war so, nee, eigentlich war es andersrum. Erst war es der Titel, dann das Buch und dann ist mir die Autorin in den Augen gefallen und ich dachte mir, warte mal, da habe ich von ihr erst letztens ein Buch gelesen. Das war das Lied der See. Und das hat mir so gut gefallen und ich dachte mir so, es könnte eigentlich tatsächlich auch direkt ein Buch nochmal für mich sein. Und zwar spreche ich von Räuberella, drei Tarotkarten für die Aschendiebin von Tanja Benninger. Kommt am 22. November raus. Und da gebe ich euch mal den Klappentext so wieder, wie er da steht, weil anders würde ich es tatsächlich nicht wiedergeben. Menschen sind wie Schuhe. Tun sie dir weh, passen sie nicht. Was wäre geschehen, wenn Cinderella anstatt in Glasschuhen auf leisen Sohlen unterwegs gewesen wäre? Wenn sie sich nicht wie eine Dienstmagd behandeln lassen hätte? Wenn sie sich als Diebin namens Räuberella durchschlägt? Ja, ich brauche das Buch. Und dann machen wir einen kleinen Sprung zum 24. November und dort kommt Hell Zirkus von Ellie Braden und Liz Rosen raus. Und das hört sich auch sehr interessant an. Und zwar haben wir unsere weibliche Hauptfigur, die mit ihrer Freundin zusammen in einen Zirkus geht. Ja. Bloß dieses geheimnisvolle Zelt bringt in ihr eine Ahnung hervor, dass sie es vielleicht nie wieder verlassen wird. Und vor allem dann, als ihr unvergesslicher One-Night-Stand plötzlich vor ihr steht und ja, in diesem Zelt gelten nämlich andere Regeln. Seine. Denn diese schaurig schönen Artisten sind keine Menschen, sie sind Dämonen, Monster, die nicht zuvor haben, sie wieder gehen zu lassen. Ja, das hört sich so richtig schön düster an. So richtig nach Dark Romance. Deswegen, ja, muss ich. Seven Faceless Saints, die verbannte Macht von M.K. Loeb, auch am 24. November. Und das hört sich auch sehr interessant an. In Ombrasia können nur die magiebegabte Macht erlangen. Einfache Leute werden an die Front als Kanonenfutter für den Krieg geschickt und verheizt. Ross verfügt über Magie, hasst aber die Oberschicht zutiefst. Und sagen wir mal so, sie will ihren Vater rächen,
Gerechtigkeit für das einfache Volk. Als ein Mädchen tot aufgefunden wird, kommt Ross einer ritualen Mordserie auf der Spur. Und niemand Geringeres als ihre Jugendliebe Damon, der von der Front zurückkehrt, steht ihr als einziger zur Seite. Das hört sich auch sehr, sehr, sehr gut an. Genauso haben wir hier die verschollenen Meister, die magischen Bilder, Band 1 von Akram el-Bahal. Wir haben hier den 20-jährigen Art, der in einem Laden auf ein Foto stößt. Und zwar von der Hinrichtung von Ludwig den, oh, immer mit den römischen Ziffern, Sechzehnten. Ja, Hinrichtung von Ludwig den 16. Und dann erfährt er, dass es noch 5 weitere von diesen Bildern existieren, also Ereignisse, bevor überhaupt die Möglichkeit für Fotografien existierten. Und diese 6 Bilder wurden deswegen erstellt, um 6 magische Familien in diese Fotografien zu verbannen. Und als dann plötzlich finstere Gestalten in dem Laden auftauchen, um dieses Bild eben zu stehen oder diese Fotografie, weiß er, dass da etwas Düsteres im Gange ist und vor allem Art ist der Einzige, der diese Bilder öffnen kann. Jupp, das hört sich sehr, 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 sehr spannend an. Kith Thief von L.J. Shane am 24. November. Eigentlich stand für Francesca Rossi, die einzige Tochter eines Mafia-Boss, immer fest, dass sie eines Tages ihren Kindheitsfreund Angelo Bandini heiraten würde. Aber sie hat die Rechnung ohne den skrupellosen Senator Wolf Caden gemacht, der nach einem Kuss auf den Maskeball ihre Zukunftspläne durchkreuzt. Entweder sie heiratet ihn oder er bringt alle anderen zu Falle. Huhu. Der Außenseiter, Sandover Serie, Band 1 von Ellie Kennedy. Wir haben hier den Einzelgänger R.J. Shaw, der sein letztes Jahr auf einer elitären Internat verbringen soll. Und er ist nicht gerade begeistert und macht sich eine Menge Feinde in seinem letzten Jahr. Erst als er Sloane trifft, die ihn mit ihrer scharfen Zunge und ihrem Verhalten einer Eisprinzessin sofort fasziniert, senkt RJ etwas seine Schutzschilder. Doch er sollte sich eigentlich Sloane aus dem Kopf schlagen, denn sie ist die Tochter des Schuldirektors. Infernas, Band 1 von King of Ash von Melanie Lane am 24. November, gibt es auch von der Chest of Fandom einen sehr schönen Buchschnitt dazu, zu einem schon sehr schönen Cover. Und der Inhalt hört sich auch noch richtig sehr, 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 sehr gut an. Wir haben hier Everly, die den Dämonen Dundle vor 7 Jahren für sein Schweigen einen Gefallen versprach. Als Winterhexe ist ihre Magie an der Jahreszeit ihres Zirkels gebunden. Oder sollte es sein. Bloß ihre Magie ist frei und ungezähmt und dann kommt Dante zurück und verlangt, dass Everly ihn nach Invernais begleitet. Eine Dimension aus Feuer und Asche, der Tod für jede Hexe. Everly hat keine Wahl. Ihr Bord bindet sie. Bloß, sagen wir es einfach mal so, ihr Geheimnis ist nicht so geheim, wie sie dachte und deswegen soll sie als Spionin mit in das Reich. Und zwischen den beiden gibt es eine gewisse Anziehungskraft. Hört sich, wie gesagt, schon sehr gut an. Oh, ich würde es gerne haben wollen. Bei dieser Erstellung dieser Liste bin ich dann noch über dieses Buch gestolpert und erst das Cover finde ich irgendwie richtig super und irgendwie so schlicht. Bloß der Titel dazu ist irgendwie so, die Moritat der Organspenderin von Tina Ariam. Wir sind ja in England 1884
Da weiß Henry nie, wer gerade auf ihrem Operationstisch landet. Für die örtlichen Schmuddler entnimmt sie die Leichen ihre Organe. Für wirklich wichtige Kunden stiehlt sie das Wissen der Toten. Doch dann liegt plötzlich der britische Thronfolger auf ihrem Tisch. Bam, 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 bam. Ja, deswegen will ich das Buch eigentlich noch lesen. Dann geht es weiter zum 26. November mit Mackenzie und Jackson, The Red Hill College-Reihe, Band 4 von Judith B. Carroll. Mackenzie hat genau zwei Geheimnisse. Erstens, sie ist, seit sie denken kann, ihren besten Freund Jackson verliebt. Zweitens, seit 4 Jahren schreibt sie alles, was sie mit ihm erlebt, auf und lebt ihre Liebe für Jackson auf Papier aus. Dann kommt es zu einer Party. Ein gewisser Herr ist betrunken. Sie küssen sich und er erinnert sich am nächsten Tag daran, nie daran, dass dieser Kuss je stattgefunden hat. Und somit entschließt Mackenzie sich, naja, sie will endlich über ihn hinwegkommen und das vergessen. Es wird zwischen den beiden eh nie was. Bloß, sie hat nicht an die Weihnachtsferien gedacht, beziehungsweise nicht geahnt, dass sie mit ihrer Familie und Jacksons Familie in einer Skihütte verbringen wird. So ist es immer gut. Dann zum 28. November kommt raus Rocky Mountain Queen, Rocky Mountain Series Band 33 von Virginia Fox. Das habe ich ja nächstes Jahr vor, endlich diese Reihe so viele Bände wie möglich zu lesen. Ich bin noch mal gespannt, wie viele ich tatsächlich schaffe, weil das ist jetzt Band 33, das rauskommt. Und deswegen lese ich euch nicht so viel vom Klappentext vor, eigentlich nur ein paar Sachen. Ein Hund, ein VW-Bus und eine semi-glamouröse Karriere als Reisebloggerin. Was will Frau mehr? Mehr nicht, weil ich Angst habe, dass ich mich spoilere. Ja. Und hier haben wir Dreamcatcher, Königreiche der Nacht von Julianne Maybach am 28. November. Und wir haben hier Alexis, die Drachen am Himmel sieht, tagtäglich. Und zwar dann immer, wenn die Dreamcatcher aufbrechen, um entflohene Träumer zu jagen. Ihr selbst bleibt nur die Vorstellung, Seite an Seite mit dem Prinzen der Traumlande in die Menschenwelt aufzubrechen. Was niemals passieren wird, weil Alexis ist niedrig geboren. Und ihre Magie reicht nicht mal für die nötigen Dinge, geschweige denn Kampf gegen die ausgewachsenen Albträume. Ihre Aufgabe ist es, gefangene Träume über den Fluss zu bringen. Und während sie langsam von dem umliegenden Nebel vergiftet wird. Super, eine Arbeit, die dich auch noch umbringt. Yeah! Und das alles verändert sich, als bei der Überfahrt ein entflohener Traum in ihren Körper drängt. Und sie überlebt. Huhu. Dann kommen wir zum 29. November, Fallen Kingdom, Band 2, Zerbrochene Wahrheit von Dana Müller-Braun. Und da es ein Buchschnitt von Carlsen ist, denkt dran, dass es nur vorne dran ist und die beiden anderen Enden keinen Buchschnitt haben. Ich finde es immer witzig, dass es der einzige Verlag ist, der es immer noch so macht. Da denke ich mir immer so, macht es entweder ganz oder gar nicht. Ist immer verstörend, das zu sehen. Egal, mir geht es ja erstmal um den Inhalt. In Jaraskay herrscht seit jeher die Fürsten der sieben Todsünden. Nur ein Fürstentum, das Reich der Wahrheit, wurde geschaffen, um ihre Macht einzudämmen. Als diese angegriffen wird und Navins Pflicht, ihre jüngere Schwester zu schützen, denn als Heroe von dämonischem Blut muss sie ihr Leben für das der Thronerbin geben. Und da sie nicht weiß, wer der Push war, so Sachen, gibt sie sich als die Prinzessin selbst aus und so verhilft sie ihrer Schwester die Flucht und versucht herauszufinden, welcher Fürst diesen Push vorhat. Ja. Und dann kommen wir sch schon. Na doch, es kommen noch ein paar. Wir haben noch ein paar Bücher vor uns. Aber wir sind ja immerhin schon am letzten Tag. Also, vorletzten Tag. Der 29. November ist der vorletzte Tag, ja. Blackwell Palace, Wanting It All, die Frozen Hearts Reihe, Band 2 von Ayla Dattem. Und da gebe ich den Klappentext vom ersten Band nochmal wieder.
Okay, ich sollte vielleicht vorher was trinken. Meine Stimme geht gerade weg. Also geht's weiter. Als Paola an der Fassade des imposanten Blackwall Palace mit seinen verschneiten Türmchen und Spitzendächern emporblickt, kann sie es kaum glauben, dass es ihr neues Zuhause und ihr Arbeitsplatz ist. Der Hotelpalast in St. Moritz hat einen legendären Ruf, genau wie die beiden Hotelerben Charles und Edward Blackwell. Und als Paola die beiden zum ersten Mal sieht, gerät sie in deren Bann. Natürlich sind die Brüder verboten schön, mächtig und trotzdem sitzt in beiden ein tiefer Schmerz, die sie unberechenbar macht. Und natürlich gibt es haufenweise Warnungen und wer schlägt sie in den Wind? Genau. Und wir sind mal gespannt, inwieweit diese Spielchen, die die drei treiben, ja, wer hat mehr Macht? Am 30. November kommt dann This is Our Life, Hollywood Dreams, Band 2 von Cantinga Engel heraus. Wir haben ja hier den Hollywood-Star Rio McQuaid, der in der neuen Serie This is Our Time sein großes Comeback feiern will. Und dann ja, entscheidet der Regisseur, dass die ahnungslose Praktikantin Ferne ja, die Hauptrolle bekommt, die weibliche. Die beiden sind natürlich aus ihren Gründen nicht gerade begeistert von diesem ja, Arrangement. Und bald müssen beide sich entscheiden, was Wirklichkeit ist und was Film. Touch of Dust and Decay, Schattenszenen von Freya Dawn. Wenn die Schatten sich erheben, lauf. Die junge Willow hätte die Warnung besser beherzigen sollen, als den Job in ihrem verstaubten Buchladen in der hintersten Ecke Londons annimmt. Denn Mr. Hunt, der merkwürdige alte Ladenbesitzer, hat ein Geheimnis. Etwas Hungriges lauert in den abgesperrten Bereich und ist eng verwoben mit dem mysteriösen Clay, der immer wieder aus der Dunkelheit beobachtet. Ja, und dann soll sie mit einer Gruppe von Sonderlingen jemanden suchen, der durch eine Berührung dich töten kann. Oh, das hört sich auch sehr düster und spannend an. Und irgendwie gefällt mir das Cover von diesem Buch und irgendwie auch nicht. Aber die Story ist sehr interessant, deswegen weiß ich noch nicht. Long May She Rhine, Krone des Blutes von Nika S. Deveron. Am 30. November, Lady Alicia Eleonora Tirena Fairbank. Warum müssen die immer so lange Namen haben? Ist nicht glücklich, als sie mit dem Kronprinzen von Ilabea verlobt wird. Denn sie hat sich in einen niedrigen Lord verliebt. Und Ilius Estatron ist ein schweigsamer Mann, der seine Verlobte drei Prüfungen unterziehen will, bevor er sie zur Frau nimmt. Erstmal glaubt Lady Elisa, es handelt sich um typische Dinge, doch bald wird ihr klar, dass es hier um mehr geht, um Leben und Tod. Und während Lady Alicia mit dem Feuer spielt, versucht nicht nur ihre einzige Liebe, sie zurückzugewinnen. Es steckt auch noch eine, oder schwebt mehr, eine dunkle Bedrohung, Prophezeiung über die künftige Vermählung. Ja. Und dann kommt eine Fortsetzung, der Verrat der Königin, Bright Kingdom, Band 2 von Daniel L. Jensen. Darüber habe ich wirklich sehr viel Gutes über das erste Band gehört, deswegen würde ich es auch gerne schon lesen. Ihr ganzes Leben lang wurde Lara darauf vorbereitet, Aren, dem König der mysteriösen Bright Kingdom, zu heiraten, auszuspionieren und ihrem Vater die Geheimnisse zu verraten. Als es dann soweit ist und sie ihn näher kennenlernt, stellt sie einiges in Frage, weil vieles nicht mehr so, wie soll ich sagen, stimmt, was sie vielleicht gedacht hätte, dass es stimmt, würde man so sagen. Und jetzt muss sie entscheiden, welches Königreich will sie retten oder welches Volk. Von Britta Strauss kommt jetzt ein weiteres Band ihrer Gaia-Wächter raus, und zwar die Legende der Silkies. Und wir sind auf der rauen Orkney-Insel Mar
Und Mari betreibt dort eine Gärtnerei und lebt im Einklang mit dem wilden Atlantik und den tosenden Stürmen. Und ja, Legenden gehören zu ihrem Dasein. Und als sie eines Nachts einen verletzten Seehund am Strand findet, erkennt sie, welche Geheimnis der Ozean tatsächlich verbirgt. Ich bin total gespannt darauf. Und worauf ich definitiv mir holen werde und total freue, ist das nächste Band von Blacksmith Queen, Band 3 von J.A. Aiken, Royal Arrow. Einfach deswegen, weil das zweite Band so einen gemeinen Fiesen-Cliffhanger hatte. Ja. Und sie da etwas offenbart hat, wo ich am liebsten die Autorin geschüttelt hätte und ich jetzt gefühlt seit einer Ewigkeit auf das letzte Band warte. Wir haben ja Ainsley Formerson, die sich von ihrer Familie lossagen will, vor allem seitdem sozusagen ein kleiner Krieg zwischen ihren Schwestern ausgebrochen ist und wo nicht nur es zwischen den zwei Schwestern geht, es geht hier um viel mehr. Mehr will ich nicht sagen, weil sonst würde ich spoilern. Auf jeden Fall lernt sie da durchaus Gruffin kennen, einen Zentaurengestaltwandler. Und was dann so passiert, ich bin total gespannt, will nicht mehr dazu sagen, weil es ist das dritte Band einer Reihe. Es geht zwar immer um andere Figuren, aber doch hat es irgendwie mit dem, also mit dem Anfang der Reihe zu tun, also fortlaufende Geschichte sozusagen. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Buch von meiner Liste. Academia, das unbekannte Element von Lyne Wenzel. New York City, Frühjahr 1929. Als das neue Gerichtsgebäude der Stadt während der Eröffnungszeremonie zusammenbricht, werden die beiden rivalisierenden Universitäten für Hermetik und Astronomie in einen weitreichenden Skandal verwickelt. Aus fragwürdigen Gründen werden die Hermetikstudentin Nia Himlen und der Astronom Eden Fennell ausgewählt, um zu untersuchen, inwieweit die Universitäten dem Vorfall schuld sind. Während die beiden ermitteln, gibt es, naja, natürlich Interessenkonflikte und eine dritte Universität mischt sich da auch noch mit ein. Das hört sich sehr, sehr, sehr gut an. Da bin ich auch total gespannt darauf. Und das war mein letztes Buch. Das waren die Neuerscheinungen von November, die ich alle am liebsten gleich kaufen, lesen wollen würde. Bloß wir halten uns aktuell ja ein bisschen zurück. Das waren sie. Schreibt mir gerne runter in die Kommentare, welche ihr sagt, die hätten noch auf der Liste sein sollen, damit ich sie mir auf jeden Fall auf meine Liste setze. Und falls ihr sagt, oh ja, das holt ihr auf jeden Fall, dürft ihr es mir auch gerne hin unten reinschreiben. Und wie immer gerne Daumen oben da lassen und den Abonnieren-Button drücken. Und damit ihr definitiv nicht die Adventskalender-Unboxing verpasst, nicht verpasst, weil die kommen im November. Ja, ich bin total gespannt darauf und total nervös. Ich freue mich und gleichzeitig freue ich mich total. Ja, und tu alles, damit ich dieses Mal nicht krank werde. Also dann, bis dann. Ciao.